Ja, moin, Luke hier. Das ist eine Streamaufnahme, deswegen die Begrüßung aus dem Off. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da und schaut im Stream auf Twitch vorbei. Der Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß mit dem Video. Sagen wir, springen einfach rein. Bam. Ah, hier seht ihr. 12 Minuten habe ich mal gespielt, aber ich weiß nichts mehr. Rein. Bang. Du hast deine Farbe nicht geändert? Really? New Mexico 2005. Komisch, vielleicht irgendwie hat OBS... ist irgendwie dunkler. Video 1. Jetzt bist du rötlich, ja? Danke, Hammond, ich starte den Impuls jetzt. Wäre schön, wenn es diesmal klappt. Geht ziemlich schnell. Kamezin. Verrückt, die Teilstrahlen waren komplett verzerrt. Grace, da ist ein Problem. Was ist das für ein Geräusch? Als das Gebäude über mir zusammenbrach, wusste ich, dass es vorbei war. Mein Leben, meine Ziele, alles sinnlos. Aber wenn das wirklich das Ende gewesen wäre, wäre ich tot und auch... Nun, dann wäre alles ganz schön anders abgelaufen. Alter, geht das schnell. Muss ja gut lesbar sein, sonst bekomme ich meine Streamer-Aufmerksamkeit nicht. Du kannst auch wieder zu der Farbe zurück. Ich irgendwie... Sieht die nur gerade anders aus, ich weiß nicht. Trace! Wach auf, Trace! Was passiert? Trace, da ist... Waffe, nächstes Zimmer. Die musst du holen. Warte mal, was läuft denn hier? Wo bist du? Hallo? Wo bin ich? Ah, okay. Drücke hoch zum Speichern. Ah, das ist ein Speicherpunkt, alles klar. Du bist nicht gut drauf, Modi, oh no. Fühl dich gedrückt. Alright. Jetzt ist das richtig weird, dass du so rot bist, Stevo. Okay, wir haben eine Waffe bekommen. Axiom Disruptor. Eine biomechanische Hightech-Waffe. Benutzung, nutzen Viereck. Okay. Ist das die Waffe, die die Frau meinte? Oder habe ich mir die nur eingebildet? Sorry, ich bin sehr schwach. Du musst sofort gehen, bevor er dich findet. Bevor wer mich findet. Was ist denn los hier? Die ist wohl schon wieder weg. Okay. Okay, man kann in 8 Richtungen zielen, alles klar. Stück Buttercreme, Stück Erdbeertorte, Mondzopf und 4 Schrippen. What the fuck? Alter. Ah. Ja, Mond kann schon echt geil sein. So, was haben wir denn hier? Na, Junge? Komm her. Was haben wir da oben? Das ist Anspielung an Metroid oder was? Komm her, Junge. Das alles hier ist, glaube ich, eine komplette Anspielung an Metroid. Okay, 2 Türen. Super Metroid, ja. Super Metbrötchen-Troid. Ah, nein! Okay. Will mal gucken, wie weit wir hochkommen. Ob wir ganz hochkommen oder so. Tagesenergiebedarf von Bäcker gedeckt mit einer Mahlzeit, ja. Okay, da ist was. Hier ist auch eine Tür.
Dann gehen wir erstmal hier in D. Bang. Das. Hey, ihr Lappen. Kann ich keine Optionen? Kann keinen Sound leiser machen oder so. Das war Leben? Okay. Ah, da oben ist unser Leben. Hm. Luke weiß den, der ist auch echt ein netter. Weiß ich den? Really? Sage ich jetzt einfach klarer zu. Oh, was ist das? Ah. Oh. What? Okay, hier können wir lang. Wir haben ja noch zwei Wege da am Anfang. Oh. Was ist das? Ratespiel für Loot, anscheinend auch den vergesslichen Einmann. Ja, ich bin vergesslich. Gerade im Moment, wo ich so viel um die Ohren habe. Nova, einmal abfeuern, schieß ein Projektil ab. Nochmal abfeuern, lässt dieses detonieren. Name ist biblisch. The fuck, okay. Auswählen. Ah. Okay. Eva. Also wir haben eine neue Waffe bekommen. Hm. Gucken, wie die so ist. Okay, Gegner respawnen nicht. Ah, und hier muss man das so machen. Nicht Eva. Name ist biblisch, das ist aber auch so. Ich habe keine Ahnung von der Bibel. Ja, bam. Hier, damit hat man AOE. Gehen wir hier oben rein? Wir gehen erstmal. Lukas ist biblisch. Ja, ich weiß. Schwester von dem berühmten Bibel-Dude. Okay. Absolut keine Ahnung, wer ein berühmter Bibel-Dude ist und was er für eine Schwester hat. Oh! Tentakel! Aua! Ah! Mehr Junge! Oh Mann, wir sind fast tot. Okay, da können wir nicht lang, alles klar. Moses Schwester. Keine Ahnung, wer Moses Schwester ist. Ist nur das Moses. Gegner respawn doch. Fuck. Okay. Ach, wenn man. Progress bleibt? Ist nur, dass Moses der Dude ist, der. Oh! Was war das jetzt? Du bist gestorben. Wir haben deine Verstandmaschinen gerettet. Was? Tut mir leid, gnädige Frau. Ich denke, hoffe, ich verstehe hier was falsch. Könnten Sie das nochmal anders formulieren? Miriam, ah ja. Hallo? Oh Mann, das ist doch verrückt. Bin tot? Bin ich noch ich? Und man behält den Progress. What the fuck? Okay. Okay. I like.
Jetzt redst du meinen Namen. Steven Seagal. Okay, können wir nicht lang. Oder was? Muss sein, ein bisschen stresst mich die Musik. Vor allen Dingen, weil ich die nicht leiser machen kann. Das ist schon die leiseste Einstellung für die Musik. Scheint ziemlich laut, das Spiel. Don Esteban. Bam, okay. Was haben wir hier? Ein Raum, wo wir nicht weiterkommen. Da ist aber irgendwas. Okay. Ah! In seinem Twitch-Nick sagt er ja quasi, wie er heißt. Oh, nochmal speichern. Geil. Warte mal, kann man... Hier was? Nee. Okay. Bam. Kann auch Verwirrung sein. Ah, meinst du psychologische Kriegsführung? Alles klar. Ja. You never know. Oh. Okay. Da war nix. Oh. Bist du für ein Viech? Mist, ich bin gefangen. Okay, der erste Boss anscheinend. Dämon! Wow, hey, du kannst sprechen. Hör zu, ich hab mich verlaufen und... Dämon! Athetos sagt töten! Hey, Junge! Okay. Fuck, au. Gigi! Ah, yes. Gib mir das juicy Leben. Gib mir dein Blut, Junge. Und ich muss auf jeden Fall noch leiser machen. Das war laut, glaube ich. Müssen wir gleich nochmal kurz ins Hauptmenü. Was haben wir hier? Laserbohrer, ein extrem starker Bohrer, der durch Stein schneiden kann. What? Hallo? Okay. Okay. Kann ich das auch... Damit kann man auch Gegnern wehtun, okay. Was ist das? Lebensupgrade? Energieknotenpunkt. Erhöht Waffen- und Gegenstandsschaden dauerhaft. Hello. Okay, wie erkennt man denn die Steine, die man durchbohren kann? Ein bisschen komisch. Die sehen irgendwie gleich aus, oder? So, wir gehen speichern. Und dann gehe ich einmal kurz ins Hauptmenü.
Ah, man kann auch. Ah, man kann auch speichern, wenn man abhaut. Weißt du was? Komm. Nee, das war ein bisschen zu leise. Wie laut das Spiel ist. Alright. Die Klicksounds sind nice. Ja, weil halt, ne, wie auf dem. Also wie in den 90ern oder so. Soll ja, ich denke mal, das ist halt extra so designt worden, dass man so ein Retro-Feeling hat, ne? Offensichtlich. So. Ah, hier können wir jetzt auch rein. Ab. Haben wir hier. Naja, du Lappen. Jawohl. Ah! Oh Gott. Ah. Ja. Ja. Hallo. Bro. Stirb. Ah. Alter, Leute, gib mir das Leben! Ich hab doch noch Leben da oben links, hä? Wow, okay, das Spiel ist unbarmherzig auf jeden Fall. Alles klar. Moment. Nein. Auch da runter, habe ich gerade gesehen. Seit 8 Jahren 27. Aua. Moin Raya, sei gegrüßt. Oh Gott. Versuch's jetzt mal anders. Ey. Ja, die Waffe ist definitiv viel besser, alles klar. Auch gegen die. Bam, bam, bam. Oh, by the way, jetzt wo Raya auch da ist, sind alle Münsteraner oder ehemaligen Münsteraner versammelt hier. Mensch. Okay. Du wirst immer jünger geschätzt. Ah. Das ist der Esteban in dir. Okay, was ist hier? Gar nichts? What? Oh, ach so, da war was drin. Oh. Größenknotenpunkt. Erhöht die Projektilgröße für Waffen dauerhaft. Okay. Nice. Und hier geht's noch. Ah, hier geht's hoch, Freunde. Okay. Okay, die explodieren, wenn die sterben und machen Aua.
Ja, wir gehen erstmal rund unten lang. Sieht mir nach einem großen Raum aus. Da war ja nämlich, da war auch noch was für den Bohrer. Hallo? Okay, den Bohrer nach unten einzusetzen ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber gewöhne ich mich bestimmt auch noch dran. Haben wir hier auch was? Nee. Aber warum hat dieses Viech, dieser Boss zu uns Dämon gesagt und er muss uns töten? Und dann nur ein kleiner Mann. Oh, okay. Erreichen wir nicht, ne? Oh Gott. Okay. Boah, die machen Schaden. Ah, okay. Hier ist irgendwie dieses so ein komisches Glitch-Zeug nochmal. Das macht so diese ekligen Geräusche. Okay. Was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Wir können nicht weiter. Na gut. Hier links können wir auch nicht, also können wir nur runter. Hier? Okay, ich muss die Gegner ja gar nicht killen. Ich bring mir ja nichts. Wir kriegen ja keine XP oder so. What the hell? Hier können wir nicht lang. Brauchen wir wahrscheinlich Doppelsprung oder irgendwas anderes. Was ist hier? Nichts. Hier ist eine. Okay. Oh, das fühlt sich irgendwie geil an, die Dinger kaputt zu machen. Hello! Was bist du denn, Minion? Gesundheitsknotenpunkt. Erhöht Gesundheit dauerhaft. Wow! Und ziemlich viel. Das war ja schon 25% oder so. Das heißt, man kriegt ziemlich viel Gesundheit. Oh, hier ist ein Pfeil. Das heißt, hier geht es in ein komplett neues Gebiet anscheinend. Dann gehen wir hier natürlich noch nicht hin. Das nächste Game gewishlist ist Axiom Verge. Nice. Freut mich. Es gibt auch einen zweiten Teil schon. Weil du den auch direkt wishlisten willst. Fun Fact zum zweiten Teil. Der kam im Herbst oder so, vergangenen Herbst, auf dem PC raus. Und ich dachte, das war ein neues Release. Hab's mir direkt geholt und am ersten Tag, nachdem ich gestreamt habe, dann das doch aufgenommen, damit ich halt ganz schnell das erste Video raushauen kann. Stellt sich raus, beziehungsweise habe ich dann gecheckt, das Spiel gab es schon irgendwie über ein Jahr für Konsolen. Der PC-Release war nur irgendwie ein Jahr später. Toll, habe ich dann refunded erstmal, weil es mir nichts mehr gebracht hat. Aber wenn mir das Spiel hier gefällt, dann was es bis jetzt tut, dann spiele ich das zweite wahrscheinlich auch in naher Zukunft. Weil, ja, da konnten wir auf jeden Fall nicht weiter. Dann müssen wir jetzt erstmal ganz hoch, bevor wir in das neue Gebiet gehen, wieder hoch, ja. Nicht da hoch, ja. Dip, 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 dip,
Döp. Und das ist jetzt wieder so ein Spiel, wo ich irgendwie auf natürliche Weise einfach mit dem D-Pad spiele. Ich weiß nicht, was es ist. Manchmal greife ich einfach zum Analogstick beim Spielen und manchmal zum D-Pad. Sieht aus wie ein Metroidvania, ja. Glaube ich. Halt so eine ziemliche Hommage auch an Metroid. Sieht ja sehr ähnlich aus. Dann auch mit dem Waffensystem, beziehungsweise generell halt, dass man schießt. Döp, döp, döp. Warte mal, nee, wir gehen erstmal da lang. Dezent inspiriert, ja. Hat irgendwer von euch diesen Monster Hunter Klon von EA angespielt, der gestern oder vorgestern rauskam? Wild Hearts? Zufällig. Hier war das, ne? Ja. Okay, der kann nicht zielen. Ach, hier können wir eh nicht lang. Okay. Hab ich da schon geguckt? Wahrscheinlich. Ich bin auch blöd. Mal wieder vergessen. Ja, dann gehen wir jetzt da oben links hin. Ich leben? Nee. Okay, anscheinend hat keiner Wild Hearts angespielt. Alles klar. Soll ja technisch auch wieder nicht wirklich geil sein. Jetzt kriegen wir Leben. Oh nee, die nochmal. Ah, warte, ich bin auch falsch gegangen. Hä? Stimmt hier hoch. Ui. Gib mir das Leben, Mann. Okay. Diese echt klassischen Blaster-Sounds, die haben schon was, oder? Finde ich nice. I like. Okay, hier ist noch was. Nur Streams gesehen, ich hätte schon Bock auf so ein Game grundsätzlich. Zu japanisch, okay. Also dann Multidisc feuert 3 Projektile auf einmal. Ach, das ist eine neue Waffe. Oh. Ah, so eine Shotgun. Also ist Monster Hunter auch nichts für dich, weil Monster Hunter ist auch sehr ja, japanisch, asiatisch, theatralisch und irgendwie so ein bisschen cringe und so. Also, neue Waffe. Hier können wir jetzt aber nicht weiter. Dann ist die einzige Möglichkeit, in das neue Gebiet zu gehen, richtig? Ja. Komm. Ach, man kann... Okay, das ist halt jetzt dumm gemacht. Ich kann nicht auf der Karte rum... Umwandern jetzt im Bildschirm. Ich kann immer nur eine Erinnerung setzen, da wo ich gerade bin. Irgendwie, das ist cool. Gut.
Steam Refund regelt. Wie meinst du das? Wenn man schon, ich meine, wenn man schon weiß, dass man es nicht mag, warum soll man es dann generell kaufen? Nur die sehr übertriebene Kämpfen, was ein bisschen an ist. Ach so, ah so, das meinst du. Ah, okay. Okay. Ich dachte jetzt, du meinst eher so die Charaktere und die so dieses, ich weiß gar nicht, wie man es halt beschreiben soll. Anime-mäßig halt. Aber du meinst eher so dieses Kämpfen mit großen Waffen und so. Verstehe. Ja. Das ist natürlich nicht wirklich realistisch. Aya sagt ja, sie wäre jetzt schon grundsätzlich interessiert. Naja. Denk mal, die ist halt interessiert, weil grundsätzlich das die Prämisse des Spiels mag sie, aber halt das, ups. Wenn man dieses, wie genau gekämpft wird, halt mit so riesigen Waffen und so nicht mag, dann ist es halt einfach nichts für einen. Du magst es auch nicht, Stevo. Mhm. Was haben wir denn, was hatten wir denn hier? Hier war ich noch gar nicht, oder? Hab ich... Warum bin ich denn nicht hier hin? Nee, kann ich auch nicht hoch. Okay, aber schon wieder vergessen, dass ich hier nicht weiter kann. Hä? Welches Spiel geht's noch? Wild Hearts. Ist zwar nicht so, dass bei irgendwie Dark Souls und so, dass man auch riesige Waffen haben kann, aber hey. Ich meine, das ist natürlich etwas realistischer, weil... wenn man jetzt so ein Riesenschwert hat, dann ist man nicht wirklich schnell. Gut, in Monster Hunter auch nicht, aber ja, egal. Ist schon was anderes, klar. Ich muss sagen, mir macht's nichts aus, wenn jetzt irgendein Spiel so, ne, Anime-mäßig übertriebene Waffen hat und so. Wenn das Spiel gut ist, stört mich das nicht. Oh, speichern. Nice. Mit Tales of Symphonia auf Steam World von den Mechanics her sehr ähnlich wie Secret of Mana. Hatte ich richtig Bock drauf. Steuerung war kacke. Hm. Mechanics ähnlich wie Secret of Mana? Really? Tales of Serie? Hm. Okay. Ich bin ja immer wieder kurz davor, Tales of Arise im Stream zu spielen. Obwohl ich die Demo gespielt habe und da schon meinen Daumen wehgetan hat, weil man da im Kampf, beim Kämpfen die ganze Zeit eine Taste spammen muss. Aber irgendwie habe ich doch nochmal Bock drauf, es auszuprobieren. Aber ich habe auch das Gefühl, da guckt niemand zu. Und das ist dann so ein riesen Commitment. Mal gucken. Scheiß, ein Char kannst durchwechseln und die anderen werden von der KI gestellt. Okay. Das ist, wenn das jetzt so Secret of Mana-like ist. Oh. Pilze! Au. Okay. Steuern konnte ich mir nicht antun, nicht bei so Anime-Quark. Au. Hier kommen wir nicht durch, obviously. Ups. Wie wächst die Eier? Okay. Oh, wer bist du denn? Guten Tag, kleiner Mann. Oh! The fuck? Thank you.
Das Leben lasse ich mal da liegen. Falls wir das brauchen. Jetzt wieder irgendwie so ein Glitch-Zeug. Aber was ein anderes Glitch-Zeug. Warum ist jetzt auf einmal leise? Ich mag das nicht. Da ist eigentlich nie was Gutes, wenn die Musik aufhört. Okay, das sind Skelette, also Leichen, oder? Ein Tisch und Stühle. Oh Mensch, Kantine? Ich hätte gerne Currywurst. Mit Pommes und Mayo, bitte. Geil. Boah, da hätte ich jetzt wirklich, jetzt habe ich Hunger. Warum rede ich? Halt doch einfach Schnauzen. Jetzt habe ich Hunger. So lange keine Currywurst mehr gegessen. Speichern. Einmal ein bisschen grüne Pampe und ein bisschen braune Pampe. Okay, da kann man nicht durch. Ich habe so das Gefühl, hier kommt ein Boss. Gerade eine Pizza im Ofen, hat richtig Hunger. Oh, nice. Guten Tag, kleines Gesicht. Reden Sie mit uns? Trace, mein Name ist Else Nova. Nenn dich Else. Bist du die Stimme, die ich dauernd höre? Lachsbrötchen. Guten Hunger. Ich vermute mit Räucherlachs und Meerrettich und so, oder was? Ja, wir sind durch eine Verstandmaschine verbunden. Ich brauche dich, um den Energiefilter zu reparieren. Ich sterbe. Energiefilter? Kann ich versuchen? Ja, wo ist der? Nicht nahe. Tut mir leid, ich brauche Ruhe. Bis bald. Hey, warte, wo sind wir? Okay. Und bei dir Lachspizza, what the fuck? Was für ein Zufall. Das ist sowas von nicht gut. Kürbis, kein Brötchen und Räucherlachs, sonst nichts. Okay. Ich bin kein Fan von geräuchertem Zeug, aber ich wünsche dir guten Hunger auf jeden Fall. Kilver feuert einen Kurzstrecken-Elektrostoß ab. Schlechtes Gefühl bei Else. Oh. Ui. Du traust Else nicht, Stevo? Okay, hier können wir nicht weiter. Oder, nee, warte. Der geht nämlich da durch. Ja, ja. Bro? Oh! Damn. Warte mal. Da kommen wir irgendwann nochmal hin. Wir können ja jetzt auch das eine da, durch das eine Tor. Mit dem Energiestoß. Jetzt sind wir wieder im, nee, nicht wirklich im Hauptraum, aber... So viel Schaden macht das jetzt aber nicht. Man kann manche Gegner-Patterns auf jeden Fall ziemlich krass abusen. Der konnte mich halt nicht treffen, weil ich in der Ecke stand und er konnte dann nicht weiter nach rechts. Was ist hier? Hier sind wir wieder im Hauptraum. Okay. Verbinden wir doch mal. Wir gehen einmal speichern. Okay. One-shotten wir die immer?
Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal zu diesem einen Raum, den wir jetzt öffnen, oder zu dem einen Item. Ich glaube, das war ein Health Upgrade oder so. Hier ist er nämlich. Jawohl. Gesundheitsknotenpunktfragment. Ah, okay, jetzt muss man 5 finden. Wir haben ein Herzteil. Okay. Gehen wir nochmal so rum, um zu gucken, ob wir nochmal irgendwo lang können. Ich weiß es nämlich nicht. Find's gut, dass das Spiel anhält bzw. pausiert, wenn man die Waffen auswählt. Was war hier? Ah, die Kantine. Currywurst ist noch nicht fertig. Verdammt. Die brauchen aber lange, ey. Unglaublich. Ey, Full Derp, moin. Hello. Geht's dir gut? Wie schaut's aus?